Mahlzeit, meine Freunde, hier ist euer Schalker wieder. Ja, ganz kurz. Schwolloff, Deal geplatzt nach Schalke, lese ich gerade. Freiburg und Schalke konnten sich nicht einigen, wie wegen des Geldes. Was sage ich jetzt dazu? Meine Meinung ist, wenn wir den nicht kriegen, kein Problem. Wir haben den Fährmann, den Schubert und den Langer, mache ich mir gar keine Probleme. Da ich ja sowieso euch immer gesagt habe, für mich ist der Fährmann der Bessere. Viele sagen, Schwolloff ist der Bessere, ist okay, jeder hat seine Meinung. Aber auch wenn der Deal nicht geklappt hat, egal. Sparen wir dieses Geld für einen Stürmer, wenn Schalke unbedingt einen Stürmer haben möchte. Oder jetzt können sie auch für einen rechten Verteidiger einkaufen gehen. Naja, viele Spieler bleiben. Aber für mich war das schon komisch. Weil vorher hatten die ja gesagt, der Deal steht schon fest. Fast fest. Ich hatte ja auch ein Video gemacht, dass Schwolloff nach Schalke kommt. So wie viele sich gedacht haben, der kommt nach Schalke. Aber jetzt lese ich, Deal geplatzt. Und jetzt geht er nach Hertha. Da frage ich mich, was stimmt denn da nicht? Die konnten sich nicht einigen. Ja, Hertha hat Geldfinanzschub da von jemandem. Und die können sich ja das leisten. Ja, wenn es wirklich dran gelegen hat, dass Schalke und Freiburg sich nicht einigen konnten, okay. Ist halt passiert. Ich bin ehrlich, bin nicht traurig. Da ich für mich den Fährmann besser finde. Und glaub mir, unser Fährmann wird allen zeigen, was er noch drauf hat. Auch wenn er jetzt lange nicht gespielt hat. Wenn viele sagen, ach, der hat lange nicht gespielt. Wartet ab, wartet ab. Und deswegen sage ich ja, komisch schon, dass ich da lese, Deal geplatzt von Hertha, von Schwolloff bei Schalke. War ja schon fast zu 100% sicher. Ich hatte auch gedacht, der kommt jetzt nach Schalke. Aber nicht so schlimm. Wir haben den Fährmann. Jetzt erst recht. Jetzt würde ich gar kein Torwart, jetzt bitte nicht auf Torwartsuche gehen, Herr Schneider. Wir haben drei Torhüter. Bau auf die. Schubert ist, der wird dann besser irgendwann. Glauben Sie mir. Deswegen nochmal Deal geplatzt mit Schwolloff-Transfer nach Schalke. Er geht nach Hertha BSC Berlin. Alles hier Geldmacherei. Alles hier Kohle, Kohle, Kohle. Aber was soll's. Ich weine keine Tränen hinterher. Ich freue mich auf die Saison. Hoffe nur noch, dass er Stamboli unterschreibt. Tick, 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 tick. Ja, das wollte ich euch sagen. Was sagt ihr? Seid ihr traurig, dass der Schwolloff doch nicht mehr nach Schalke kommt? Schreibt mal in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr da zu sagen habt. Ich bin ehrlich, wenn er nicht kommt, Pech gehabt, sei ich nicht. Ich sag, wenn du nicht möchtest, geht nicht. Ciao mit V. Ja, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.